Mietzi. Mietzi. So. Also. Ich habe einen eisernen Magen und mächtig Durst. Sich rein. Genug gejault! So haltet doch den Mund um unserer Ohren willen! Sicher doch, du Fool. Ihr seid doch alle gleich. Greift euch das Weib! Verflucht! Lass deinen Vogel im Käfig doch singen! Mist! Gehofft, ein paar tontaube Dänen wären offener. Bist du Kira? Halte sie fest! Die Wunder enden nicht. Wie viel Ärger kann man haben? Tut mir leid für dich, aber sie kommt mit mir. Nein, nein, nein! Sie wird sich für diese Schmach verantworten! Ich bekomme dich nicht umgestimmt? Du schuldest mir was. Oh. Du wirst Wurmfutter halten. Knick, knack, knock. So. So, Madame liegt da jetzt, oder was? Sieht aus, als hätte unsere Dichterin sich mit dem Boden angefreundet. Hilf die Beine, Skalde. Ich armes Ding. Alles um mich dreht sich. Ein kaltes Bad wird das schnell beheben. Okay. Wie sollen sie ausnüchtern? Das kriege ich hin, würde ich sagen. Du Scheißern! Genau. Was soll das denn? Es wird dir das Ale austreiben. Wenn du glaubst, ich würde dich nach Temer schleppen, irrst du dich. Temer? Warte mal. Wer bist du? Barret schickt mich, dich zu holen. Er wartet bei den Ställen. Ah, ein Bote. Sag mir, wie viel würde ein Bote verlangen, um Barret nichts von dieser Schlägerei zu erzählen? Er bindet mir eine Wache aufs Kreuz, wenn ich das nächste Mal in Difflin bin. Dieser Mann ist manchmal so empfindlich, verstehst du? Ja, Barret und ich sind Familie. Nun, ich denke, dann hat mir mein Mundwerk für heute genug Ärger bereitet. Öffne es vielleicht seltener. Mhm. Bei mir klappt das gut. Sollen wir? Hm. So. Barret hat nie von dir gesprochen. Welchen Namen trägst du? Eivor. Ich komme aus Nordwege und siedle nun mit dem Rest meines Clans in Engelland. Ein Clan, ja? Sind das alles Faustdonnerer wie du? Diesen Fäusten verdankst du auch weiterhin singen zu können, Dichterin. Wohl wahr. Hm, so. Barret! Ich begann schon, mir Sorgen zu machen. Was hielt euch auf? Es gab Schwierigkeiten. Na na, wozu die Anspannung? Sollen wir nach Temer aufbrechen? Wir wollen doch nicht die Krönung verpassen. Nach dir. So. Auf, auf! Ich bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ah, Irland ist, glaube ich, gefühlt noch verregneter als Engelland, habe ich das Gefühl. Ich war
überrascht, ein Mitglied deiner Familie zu treffen, Barrett. Eivor erzählte mir, er käme aus England. Ja, um dabei zu helfen, Düflins Handelsbeziehungen zu stärken und wertvolle Güter aus fernen Ländern zu erhalten. Bald wird Düflin Herz des irischen Handels sein, das jedem einzelnen Königreich zugutekommt. Das wird den zukünftigen Hochkönig sicher erfreuen. Ja, und auch abgesehen vom Handel hoffe ich, dass Flan Düflin als Freund und Verbündeten sieht. Du und viele andere. Eine Beziehung zu Barrett wäre lohnenswert. Dein König wäre töricht, dies von der Hand zu weisen. Es scheint, Eivor ist nicht auf dem Laufenden über unsere Königsgeschichte. Wir hofften, ein Treffen mit Flan zu vereinbaren. Es ist mein Wunsch, unsere Bande zu stärken. Kannst du dafür sorgen? Möglich. Sehen wir einmal, wie der Abend verläuft. Auf! Gucken wir uns das da mal an. Diese Festlichkeiten. Na komm. Da sind die Vöglein. Sind noch mehr Vöglein. Ein ganzer Schwarm hier gerade. Friedenstaum, würde man das nennen. Ach, ich darf abspringen und die reiten einfach weiter, oder was? So, wir sind in Tami angekommen. Beeindruckend, oder? Es wurden keine Kosten gescheut, so viel ist sicher. Hohe Dame, einer der Priester ist verschwunden. Sein Zelt ist ein Schauplatz der Gewalt. Ich fürchte Schreckliches. Verschwunden? Bist du sicher? Vielleicht ist es harmlos, vielleicht aber gefährlich. Wo ist Flan? Er ist noch nicht angekommen. Das gibt uns etwas Zeit. Kira, verhalte dich, als wäre alles in Ordnung. Barrett und ich gehen dem nach. Wo ist das Zelt? Den Hügel hinauf, links. Seid vorsichtig. Die Iren sagt zu den Dänen, ihr sollt vorsichtig sein. Ist klar. Nicht zu den Dänen, sondern zu den Nordwegern. Entschuldigung. Hier gab es einen Kampf. Der Abend der Krönung. Und schon braut sich Ärger zusammen. Bleib ruhig und in meiner Nähe. Noch wissen wir gar nichts. Hier ging etwas Düsteres vor sich. Wir müssen dem Blut folgen. Saftiger Braten. Gehen wir zurück und folgen einer anderen Spur. Tierkadaver. Lass uns zurückgehen und einer anderen Spur folgen. Aha. Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz so. So ist sie Teil der Geschichte. Also das, wenn ich das Auge, dass ich da lang muss. Das Blut führt uns vom Hauptlager fort. Vielleicht zu jenen Zelten? Mit Sicherheit, ne? Blut hier an den Stämmen. Die Blutspur endet hier. Wohin fuhr dieser Wagen? Diese Geschichte wird wohl ein trauriges Ende nehmen. Das fürchte ich auch. Und das an solch einem wichtigen Tag. Flans Krönung verläuft vielleicht nicht wie erhofft. Und den Opal auch noch mit. Wir sind übrigens in dem Bereich hier. Okay.
Achso, Quatsch. So mache ich das. Oh Gott, die Serpentinen des Grauens hier, oder was? Ich meine, ich hätte jetzt auch einfach wild querfeld ein. Lang reiten können. Da, dort vorne ist ein Wagen. Jetzt bin ich mal gerade gespannt. Das ist echt der Point, okay. Oh, es ist nicht sie. Nach einem Unfall aus. Erkennst du ihn? Das ist Zenan, der Priester. Die Schweine haben ihn entkleidet. Dieses Lager dort, wem gehört es? Enachdurb ist kein Lager, obwohl es so scheint, als hätte jemand eines daraus gemacht. Gehen wir. Was vermutet? Hammer. Hammer. Sieht aber nur nice aus, kannst du nicht anders sagen. Also finde ich weit. Sie nahm seine Kleidung. Ich denke, der Schurke will sie selbst tragen. Eine Verkleidung? Das finden wir bald heraus. So, Enachdurb. Töte die Räuber! Dort. Und jener trägt Priestergewänder. Folge mir nach. Wir sollten ihn durchsuchen. Wen? Wen da? Tötungsbefehl. Die Einsetzung des Hochkönigs rückt näher und mit ihr der Machtwechsel von den südlichen Inil zu den südlichen. Sorge dafür, dass Flansinner vorher seine letzten Atemzug nimmt. Verkleide dich als Priester und schleiche dich in Temer ein. So kannst du dich ihm nähern. Schneiden Bastard die Kehle durch, während sie ihn lobpreisen. Ein Auftrag, Flan zu töten. Brief ist ohne Siegel. Ein unbekannter Feind. Komm, wir müssen Kira diese Neuigkeit überbringen. Ja, das machen wir. Du hast dich wacker geschlagen, das muss ich schon sagen. Solcherlei Zusammentreffen sind dir wohl nicht fremd. So schlecht hast du dich auch nicht angestellt. Ja, wir haben heute den Tod eines Königs abgewendet. Wenn wir nur wüssten, wer dahinter steckt. Hast du keine Ahnung, wer so weit gehen würde? Jeder der nördlichen Inel käme in Frage. Es sind jedoch die Könige von Ulet, die Plan besonders verabscheuen. Anderer König, selbe Geschichte. Genau, immer das Gleiche. Dürfen wir natürlich nicht stehen lassen hier. Das kann man wissen. Okay. Da lang ging es nicht zu dem guten Stück. Ist natürlich klar, ne? Thank you.
Nehmen wir erstmal die beiden Truhen hier. Und dann muss ich mir mal noch einfallen lassen, wie ich mir das gute Stück da jetzt angeln kann. Hallo? Wie komme ich denn dahin? Also. Moment. Nee. Das kann es nicht sein. Wie komme ich dahin? Seite, da ist nämlich noch so ein kleiner Eingang. Und damit haben wir die Dinge hier jetzt auch gleich richtig schön geplündert. Und jetzt müssen wir den Priester finden, der keiner ist. Ich darf hier nicht erwischt. Ach, hier ist doch keiner mehr. Achso, du hast gewartet, das ist nett. So, und auf geht's. Das macht so Laune. So, hoch zum Fest. Querfeld ein, ja, ne? So, da sind wir wieder. Ich halte jetzt einfach so weit wie möglich hin. Mein Köcher ist voll. Und dann jetzt ab zur Dichterin. Erkenntnisse? Der Priester ist tot und seine Mörder auch. Räuber. Ich fand dies. Das ist der Befehl, Flan zu töten. Einer von ihnen sollte sich als Priester verkleiden und während der Krönung Flans Kehle durchtrennen. Direkt vor unseren Augen. Warum solch ein Wagnis eingehen? Warum nicht Gift oder ein Angriff im Schlaf? Gift könnte nicht wirken und ihn im Schlaf zu töten erregt nicht genug Aufsehen. Du hast recht. Der Mörder wäre nicht lebend davongekommen. Er war bereit zu sterben. Wer immer das auch geplant hat, will Flan fallen sehen. Wir müssen ihn warnen. Nach der Krönung. Ich werde dies nicht an ihm nagen lassen. Flan hat es sich verdient. Er wird es genießen. Sucht ihn danach in seinen Gemächern in Darrach auf. Er wird sich dort Zeit für euch nehmen. Wenn okay. Ich mich nun entschuldigen darf, ich muss mich zurechtmachen. Komm mit mir, Ava. Hm.
So schmutzig war das Wasser doch gar nicht. Du weißt nicht viel über die Rolle einer Dichterin, was? Erhelle mich. Gerne. Na. Worauf wartest du? Ich möchte mich zurechtmachen. Ohne Gesellschaft. Da schickert aber einer und zu Hause war die Frau. Das geht doch nicht, Eivor. Das geht nicht. Ich sehe hier andere Könige. Die Nachricht von Flans Amtseinsetzung hat sich weit verbreitet. Komm, gesellen wir uns zu ihnen. Ist er das? Flan? Ja. Was tut er denn da? Ihn segnen. Abt Owen ist der höchste christliche Würdenträger hierzulande. Sein Segen bestätigt, dass Flan bereit ist, in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten. All dies geschieht vor dem Lehe Fall, einem heiligen Stein, der rechtmäßigen Königen eine lange Herrschaft schenken soll. Und, klappt das? Kommt darauf an, was du für lang hältst. Krönungen dauern sehr lang. Wo ist das Essen? Du hast dich nicht verändert. Ich bin hier, da kann ich mich auch erfreuen. Oh ja, so, ein neuer Hochkönig. Wurde gekrönt. Und damit haben sich Flans Feinde vervielfacht. Die Kriege von Königshäusern dauern lang. Ist er klug, wird er auf Verbündete aus sein. Er ist klug, aber auch gefühlsgetrieben. Sein Plan, den Norden zu bezwingen, fußt nicht auf dem Wunsch nach Macht, sondern seinem Blutdurst. Auf unserem Ritt aus Düflin ließ Kira durchblicken, dass es mit dir und Flan mehr auf sich hat. Was hast du mir verschwiegen? Eine nicht unwichtige Kleinigkeit. Wie immer. Du musst wissen, der König des Nordens, der mich krönte, Eid Findliat, er ermordete Flans Vater und nahm seinen Platz als Hochkönig ein. Dann heiratete er Flans Mutter, wie es der Brauch verlangt. Dann herrscht nicht viel Liebe zwischen euch. Richtig. Für Flan war Eid eine giftige Schlange und jene, die er bevorzugte, ebenso. Sein Vertrauen zu gewinnen wird nicht leicht. Wir haben gerade einen Anschlag auf sein Leben abgewehrt. Das sollte ihn zumindest aufhorchen lassen. Hoffen wir es. Ich werde umgehend nach Dauach aufbrechen. Such mich dort auf, sobald du kannst. Mach ich. So, mit Anwesenheit glänzen. Ja. So, Flans Irland haben wir jetzt abgeschlossen.
Wieder 2 Points. Die werde ich mir auch gleich nochmal schnell... Ja, investieren kann man ja nicht sagen, eher verbrauchen. Ah, 86. Yippie, yippie. Ja, und dann würde ich sagen, da wir ja hier nichts mehr machen können, auf nach Darmhack.